Hast noch mal von Glück sprechen, dass Zauber dich gefunden hat. Aber keine Sorge, du bist nicht vergiftet. Das Viech hat dir nur seine Sporen eingepflanzt. Wenn die erstmal aufblühen, werden sie den ganzen Lebenssaft aussaugen. Werde ich dann sterben? Mach dir mal nicht ins Hemd. Mit diesem Gesöff bring ich dich wieder auf Vordermann. War das ja ekelhafter Geschmack. Prinzessin, ich werde euch so gleich zur Hilfe eilen. Was willst du, Bandit? Du gehst schön in das Hinterzimmerchen da. Yep. Euch Unwürdigen ist es also völlig egal, wenn die Prinzessin von irgendwelchen Monstern gefressen wird. Ihr wollt sie einfach ihrem Schicksal überlassen? Du musst dich ausruhen, yep. Mach dich nicht verrückt wegen der Prinzessin. Überlass das ruhig dem Chef, yep. Und langsam. Nicht so grob. Leg dich eine Weile aufs Ohr, yep. Und trink auch deine Medizin, yep. Warum mache ich mal dieses yep mit? Voll bekloppt. Sollen die mal yo machen. Räudigen Hunde, wer weiß, welche Qualen die Prinzessin gerade durchstehen muss. Wer kann schon diesem bärtigen Unhold trauen, ob es wohl wahrhaft ein Gegengift ist? Diese Farbe und dieser Gestank, es ist mit Sicherheit ein Gift. Aber ich muss es versuchen, sonst werde ich noch wirklich sterben. Verdammt. Groß Sauf. Naja, nicht übel. Diese Bitte kann ich nicht nachkommen. Du hast es doch selbst gesehen. Um uns herum sind lauter gierige Monster. Ausgeburtenes Nebels. Die auf eine günstige Gelegenheit warten. Die machen wir auch doch alle platt, wenn wir zusammengehen. Mag sein, aber was wir dann aus den Verletzten? Die nehmen wir mit. Dann sind wir aber wenig mobil, wenn die Monster über uns hereinfallen. Für die Prinzessin tut's mir zwar leid, aber sei es drum. Meine Leute genießen vor. Ach, verdammter. Bis sich die Verletzten einigermaßen erholt haben, wird die gesamte Tantalus hier bleiben. Und auf eigene Faust irgendwas unternehmen gibt's nicht. Eine Frau im Stich lassen, das hätte ich von dir nicht erwartet. Okay, gab's hier noch irgendwas? Da, aber wir können. Ach, Menü ist jetzt da. Ach, so ein Rotz. Das Malchus ist nicht für ihn. Was ich kurz zeigen wollte, ist der Lederarmreif. Da. Ganz unten. Eis. Wichtig. Sein Hemd war auch nicht für ihn. Und sonst haben wir nichts. Wir gehen erstmal wieder raus. Und der hat uns komisch hinterhergeguckt. Was wird das für sein? Active Time Event. Ich breche hier aus. Machen wir mal, ich breche hier aus. Das dürfte Steiner sein. Jo. Das ist doch ein leichtes. Aus so einer kleinen Kammer auszubrechen. Raus, lass mich sofort hier raus. Etwas noch nicht völlig entgiftet. Da. Was ist das? Eine Puppe, Prinzessin Garnier, 15 Jahre alt. Welche Schande, eine solche hässliche Puppe den Namen der Prinzessin zu geben. Außerdem ist die Prinzessin bereits 16 Jahre alt. Alter, die hatte heute Geburtstag. Und überhaupt, warum sieht die Puppe so abgegriffen aus? Ein weiteres Active Time Event. Alleingelassen erstmal. Ich hoffe, das andere können wir gleich noch gucken. Ja, man sollte nochmal X-Rüsten. Ruby! Wo sind denn all? Was soll denn jetzt machen? Die ist noch in Alexandria. Active Time Event. Merkländer Schatz.
Ja, irgendwo muss doch Sensefix. Such, such. Da ist doch einfach nicht zu finden. Wo ist noch meine geliebte Garnierpuppe? Puppen hin. Meine kann in der Nacht nicht ganz schlafen. Oh, furchtbarer Akzent, ey. Ah, die Puppe ist also von ihm. Ist mir doch nicht vom Feuer verschlungen war. Yay. So, kein Active Time Event mehr. So, können wir hier mal ein bisschen splank. Erstmal die Schatztruhe auch mal. Ein Armreif haben wir schon. Aber können wir noch gebrauchen, bestimmt. So, ich habe gerade. Oh, der Kleine wird schon wieder. Warum schaust du nicht mal nach ihm? Er wollte sich sowieso bei dir bedanken. Okay. La 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 la. Oh. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ach was, nichts zu danken. Ah, wie wär's auch noch mit deiner Magie genauso dran gewesen? Für einen kleinen Mann scheinst du ja aber geübt im Umgang mit der Schwarzmagie. Sag bloß, du hast Komplexe wegen deiner Größe. Wer solche Schwarzmagie wirken kann, der darf auch ein wenig mehr Selbstvertrauen besitzen. Nicht aufs Aussehen kommt es an, sondern aufs große Herz und den Willen, seine Träume verwirklichen zu wollen. Tut mir leid, dass das Mädchen weg wegen mir. Ach was, das war ja nicht deine Schuld. Überlass das alles Zarok hier. Ich rette sie aber bestimmt. Ja, Herr Zarok. Hey, wir sind doch Kumpel. Ich bin einfach nur Zarok, okay? Ja, okay. Okay, wir können hier. Ja, hier drüben hoch. Und hier finden wir, glaube ich, auch was. 116 Geld, haben wir schon mal ein bisschen mehr gefunden. Und war hier noch was? Lalalala. Na, ja. Wie wär's, wenn ich die Truhe aufmache? Äther gefunden. Brauchen wir später saumäßig viel von. Bei meiner Strategie, wie ich mal, der Kleine fühlt sich wohl noch schuldig. Ich habe jetzt auch schon mal genäht zu retten, aber das ist leichter gesagt als getan. Zoom. Rückblende. Hell, zu hell. Hopp, 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 hopp. Denn als ich ihr begegnete, da war da so ein anderes Gefühl. Eine schicksalhafte Begegnung. Ach Quatsch. Andererseits, warum nicht? Yay. Und ich krieg sie auch nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall retten. Na, das wird's dann. Muss überlegen. Du lernst es wohl nie. Was hast du denn jetzt vor? Ich werde Prinzessin retten gehen. Und die alten Rosthaube nehme ich auch mit. Ist das dein Ernst? Ich weiß gar nicht, was dich im Wald erwartet. Und außerdem wird der Chef so eine Aktion mit Sicherheit nicht dulden. Sehen wir was Neues. Naja, du warst ja schon immer ein Trotzkopf. Nun geh schon und regel die Sachen mit dem Chef, sonst kommst du doch zu spät. Okay, erstmal gucken, hier hinten ist ja noch was. Nein. Da, 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 papa. Müssen wir die ganze Sache mit dem Chef regeln und ich muss erstmal wieder lernen, das Menü aufzurufen, ist ja furchtbar. Hier unten ist noch eine Schatztruhe. Ein Äther gefunden. Hier oben ist nix. Dann gehen wir mal runter. La 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 la. Und hier. Da war noch was. Latexhelm. Ich glaube, der ist für Steine. Hört sich komisch an, aber ich glaube, der ist wirklich für Steine. So, jetzt haben wir hier, hatten wir noch eine Truhe, die ich jetzt mal haben will. So, Lederhut. Wunderbar. Und jetzt. Ja, jetzt gehe ich einmal zum Chef. Der ist hier drin. Hm, ha, tschi. Was ist denn drin?
Hab dich schon erwartet. Dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Du gehst sie wohl also doch retten. Ich habe ihr mein Wort gegeben, dass ich die Sache mit ihr durchziehe. Ah, nach einer Bewegung habe ich noch gar nicht gefragt. Und die Prinzessin ist ja auch wirklich ein süßes Ding. Kein Wunder, dass du dich verguckt hast. Das ist doch schon ein triftiger Grund. Und bist du bereit? Setze dann aus. Die Gesetze der Tante sind streng. Bei dir mache ich da keine Ausnahme. Ich weiß. Ja, und wenn du bereit bist, kannst du dich mir im Frachtraum nebenan stellen. Ja, wir müssen einmal gegen ihn kämpfen. Boom. Oh, wie viele Potions habe ich dabei? Haben wir noch eine Potion? Oh, 6 Potions sollten reichen. 13. Okay. Ja, Potion ist ja aktuell noch. Ja, gehen wir da rein. Vollheilung. Das dürfte gehen. Ansonsten bin ich jetzt gleich Game Over. Okay, habe ich es gar nicht vorhin. Lass es einmal. Ich kenne keine Gnade. So. Einzelkampf gegen den Boss. Bloß hier werde ich weiterhin stehlen. Und ich glaube, er macht so rund um die 40 Schaden pro Schlag. Das heißt so, klauen. High Potion geklaut, das ist schon mal gut. Wenn ich die noch gar nicht brauche. Und er macht 24 Schaden. Ja, ich muss gucken, sobald ich unter 50 bin, muss ich heilen. Aber erstmal klauen wir ein bisschen. Diebstahl fehlgeschlagen, das war so klar. La 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 und zack. Ach ja, stimmt, 30. Dann kann ich noch einen Schlag ohne Probleme aushalten. Diebstahl fehlgeschlagen. La la, greift er mich an. Legt sich aufs Maul, das ist gut. Dann kann ich ihn nochmal angreifen. Angreifen, einmal beklauen und das. Irgendwie normal bei mir, dass das nie klappt. Ich möchte die ganzen Klamotten von dem haben, der hat gute Sachen. Nimm das. Item. Potion. Einmal komplett Heilung. For free. Also, solange man sich hier immer früh genug heilt, ist das kein Thema, dieser Kampf. Ich habe, glaube ich, schon mal geschafft, die Trance-Leiste zweimal vorzukriegen, weil der einfach nichts klauen wollte. So. Klauen. Falchion. Genau, da ist was Schönes. Weiß gar nicht, war das das schon oder hat er 3 Sachen? Er hat 2 oder 3 Sachen, meine ich. Und zack. Kann ich hier, glaube ich, schon. Ja, 30 Schaden halte ich noch aus. Und alles klar, ich habe alles. Na, na. Da, 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 da. Da. Und er legt sich aufs Maul und wir nutzen das für einen Angriff. Jetzt kann ich auch die ganze Zeit angreifen, jetzt ist das Zug. Ja, wir machen etwas mehr Schaden als er. Und wir heilen uns. Sobald ich unter 50 bin, heile ich mich. Ganz ehrlich, das ist mir zu riskant. Potion. Und zack. Da, da, da. Angriff. So rettest du die Prinzessin nie. Doch tue ich. Mit dem Schaden, den ich gerade rausdrücke, ist das Hammer. Hammer. Rock. Dann drück dir mal den Schaden rein, Junge. Das ist gar nicht wie. Ach, das war's schon. Junge, geht an dich, Zorg. Gewonnen und noch ein paar Sachen abgestaubt. Ist wunderbar. Ich glaube, ich habe schon 2 Schwerter für Steine. Krank. Ja, oha. Gar nicht so schlecht, das hat sogar wehgetan. Geh schon und kümmere dich um die Prinzessin. Okay. Boom. Wenigstens ein bisschen Rüstigkeit zu nehmen können. Oh. Okay, wir können. Theoretisch gesehen können wir jetzt, glaube ich, so alleine losziehen. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir holen uns ein bisschen Unterstützung.
Erstmal hier. Steinaltes Haus, komm mit. Bist du nicht zu alt, um mit Puppen zu spielen? Schweigkerl. Ich mache mir Sorgen um die Wohl. Das. Na, no, ich hab's heute, ey. Ich mache mir Sorgen um das Wohlergehen der Prinzessin. Das alles ist einzig und allein eure Sturheit, wer verzwielichten Gestalten eine Entführung planen musstet. Ich werde keine Gnade kennen, sollte der Prinzessin etwas zugestoßen sein. Reg dich nicht so auf. Ich hätte sowieso jetzt vor, die Prinzessin zu retten, und ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du mir versprichst, nicht rumzunerven, nehme ich dich mit. Also, was sagst du? Solche Liebesgesinne wie euch kann ich nicht vertrauen. Wer weiß, was hier wieder am Schilde führt. Macht nicht so einen, macht ihr nicht ins Kenne. Die Entscheidung habe ich alleine getroffen. Mit der Tanze hat das nichts mehr zu tun. Die Prinzessin, das geht alles, was ich, das ist alles, was ich möchte. Potzblitz. Kann ich deinen Worten Glauben schenken? Wenn ich auch nur den geringsten Verdacht hege, wäre ich dir an Ort und Stelle, werde ich dir an Ort und Stelle in zwei Spalten. Dann ist ja alles gebongt. Hoffentlich bist du auch nützlich. Hast du verstanden? Auch auf gar keinen Fall habe ich dir verziehen. Ja, ist ja schon gut. Na gut, dann lass uns den Schwarzmagier fragen, ob er uns nicht auch seine Kräfte leiht. Wie? So ist es, der Schwarzmagier von Meister Vivi war gegen diese Monster äußerst effektiv. Ich möchte ja da zwar nicht unnötig hineinziehen, aber es gilt, die Prinzessin zu retten. Dafür benötigen wir die Kräfte von Meister Vivi. Gute Idee. Wir sollten ihn gleich fragen. Und das machen wir auch, nachdem wir nochmal in den Raum rein sind, um die Truhe zu öffnen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aber Äther gekriegt. Und wir können mal kurz. Ach, das Menü ist da. Anlegen Steiner. Der hat Malchus, haben wir schon einmal. Werden wir später brauchen. Bisschen Töter kriegst noch durch was anderes. Kraftklinge. Benzin, Latex, ja. Da kriegt er auch Kraftklinge durch. Da kann ich direkt was Schönes demonstrieren. Kraftklinge ist eine geile Eigenschaft, die ich schnell haben will. Dass er die schnell lernt, dann setze ich zwei, dann lernt er die doppelt so schnell. Da kann er nichts haben, da haben wir nichts Neues und da haben wir auch nichts. Wow, 3 Ability Points, wo habe ich die denn rausgeholt? Egal, bisschen Töter kann ich auch später durch was anderes noch kriegen. Ist jetzt noch nicht so schlimm. Obwohl, naja, überlege ich mir noch, weil ich mache jetzt gleich sowieso Schluss. Blablabla, wir holen nämlich nur noch Vivi. Wie. Hier sind wir. Wir starten unseren Plan, die Prinzessin zu retten. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wir möchten, dass du auch mitkommst. Ich? Aber ich werde euch bestimmt nur ein Klotz am Bein sein. Mitnichten, die Magie von Meister Vivi war äußerst effektiv gegen das Monster. Ihr seid ein weitaus größerer Helfer als diese halbe Portion von einem Räuber hier. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Außerdem könnte ich mich auch vorhin schon vor lauter Angst kaum bewegen. Es ist für die Prinzessin. Und nicht für die Prinzessin, aber für das gesamte Königreich Alexander benötigen wir eure Hilfe. Wenn du Verantwortung spürst, handle. Das ist es doch, was einen Mann ausmacht, oder? Na also. Na los, lass uns Prinzessin Garnea aus dem Fängen des Monsters befreien. Na gut. Ich versuche euch nicht im Weg zu stehen. Wirst du garantiert nicht. Wir stehen in eurer Schuld, Meister Vivi. Übrigens, Meister Vivi, ja. Als ich gekonnten Umgang mit der Schwarzen sah, kam mir ein Gedanke. Flüster, flüster, bla bla bla, tusche, tusche. Magieschwert. Okay, ich werde es versuchen. Ja, werde ich als nächstes mal demonstrieren, was die jetzt da betuschelt haben. Wir rüsten Vivi noch einmal aus. Anlegen, Zauberstock, haben wir keinen Talenterfeuer drüber. Da haben wir auch nichts Neues. Da aber. Ihm gebe ich das, dann kann er Eis lernen. Und das, dann lernt er direkt mal Blitz, da hat er noch nichts. Habe ich ihm jetzt 3 Zauber zur Verfügung.
La 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 la. Wir wollen noch einmal hier runter. Und hier ist auch kein. Moment, war da eine Truhe? Zurück, 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 zurück. Zurück zu. Nein. Alter Angeber, hast dich total in die Kleine verschossen, was? Ich kann ein Mädchen in Noten nicht einfach im Stich lassen. So bin ich nun mal. Was? Bist du nur für ein Hecht? Ich glaube, mein Frühstück kommt mir gleich wieder hoch. Aha. Du passt es wohl nicht, dass ich mich mit Prinzessin Garnet anfreunde, oder? So ein Schwachsinn. Daran habe ich kein Interesse. Ja, nimm das, Sarg. Ich brauche doch keinen Liebestrank. Noch mehr Frauen und ich muss Buch führen. Das ist kein Liebestrank, Schwachkopf. Es ist die Medizin, die die Sporen abtötet, falls ihr wieder welche abbekommt. Na dann, das ist so, das, na, was ist? Dann sag das gleich. Ja, ich kann nicht mehr lesen, ey. Hättest du mir eben bis zu Ende zugehört, anstatt Blödsinn zu sabbeln, gegen Gift von Blake. Jetzt noch ein Hinweis vom Chef. Ja, die Abilities. Du rüst dich nochmal Abilities aus. Ja, das weiß ich alles. Und nochmal kurz zurück. Dum-dum-dum-dum-dum. Und Blank ist. Ne, Blank steht aber noch da. Ich habe gedacht, der wäre weg. War da rechts eine Truhe? Tatsache. Da ist auch eine. Hä? Da ist auf jeden Fall das Muster von der Truhe. Aber ich kann die nicht aufmachen. Egal. Wir gehen einmal raus hier. Und einmal zu Cinna. Wenn immer so Tante, was bist du da? Geld nehmen. So. Wir können uns bei ihm jetzt Sachen kaufen. Was wir auch machen werden. Ich werde nochmal ein Zelt mitnehmen. Das hat schon tierisch viel Geld gekostet. Noch eine Feder und das mal auf 5 aufstocken und nochmal 5 Potions und damit ist unser Geld schon wieder weg. Juhu. Und dann mal wieder speichern und einen schönen Cliffhanger verursachen, weil ich mache nämlich jetzt Schluss. Steckplatz 1. Jawohl. Damit meine erste Aufnahme von Final Fantasy 9. Ich wollte schon wieder 8. Ich wollte 8 gerade sagen. Ist beendet nach 2 Stunden. Yay. Okay. Würde ich mal sagen, ich bin Zauber. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.